Also unser wichtigstes Projekt 2019 ist ganz sicher die Umstellung auf unsere neue Homepage. Also wir machen einen kompletten Relaunch, wir gehen weg von einer Homepage, die alles kann, zu einer, die einfach ganz interessant wird. Wir gehen her und werden einfach die Homepage für den Gast erstellen. Der muss auf unserer Seite so neugierig werden und der muss einfach so viel Lust aufs Burgenland bekommen, dass er letztendlich dann auch einen Burgenlandurlaub dann irgendwo in einem Verband bzw. bei einem Betrieb bucht. Der nächste wichtige Teil ist natürlich die Kooperation mit den Tourismusverbänden. Wir müssen weg vom Einzelkämpfertum in ein gemeinsames. Der Burgenlandtourismus will gemeinsam mit den Verbänden das Angebot und die Produkte bewerben. Das heißt, wir dürfen nicht parallel nebeneinander werben, sondern wir müssen einfach hergehen und die Mittel hier bündeln. Ganz ein wichtiger Teil. Ein weiterer wichtiger Teil ist das Thema Wertschöpfung, die Messbarkeit. Wir gehen her und machen ein Tourismus-Satellitenkonto. Das ist das erste Mal im Burgenland, dass es sowas gibt. Wir können dann von Nord bis Süd messen, was der Tourismus wirklich auslöst an Wertschöpfung. Ein weiterer wichtiger Teil wird sein, wir haben nächstes Jahr das erste Mal ein Wanderprojekt von Nord bis Süd. Das wird dieser Bernsteintrail sein, der dann das Burgenland erwanderbar macht, und es wird eine Radinitiative geben. Mit der Österreich-Werbung gemeinsam ist es erstmals gelungen, alle Bundesländer außer Wien und Vorarlberg in eine Initiative zusammenzuschließen, und wir machen eine riesen Werbekampagne zum Thema Rad, und das ist das Burgenland natürlich auch dabei mit dem Genussrad. Es wird der Neusiedlersee sozusagen ganz stark in Szene gesetzt, aber auch die Paradiesroute im Süden.